Regnefreunde, hallo. Heute haben wir ein ganz, das Stativ ist leider ein bisschen lawide. Ein spannendes Modell, ganz schlicht benannt, Regenturbine 2. Hergestellt vom Gela Halle, Gesellschaft für Technik in der Landwirtschaft. Wahrscheinlich 1956. Warum 1956? Der ursprüngliche Regner wurde entwickelt von der Aachener Firma Kuchen und wurde 1936 bei einem Test für Beregnungsapparate als besonders würdig befunden. Der Testbericht wurde veröffentlicht. Getestet wurde in den Schlossgärten Sanssouci mit Havelwasser. Soweit so gut. 36, 56 wird das Patent ausgelaufen sein. Also hat sich die Gesellschaft für Technik in der Landwirtschaft darum gekümmert, diesen Regner ziemlich eins zu eins nachzuempfinden. Wie funktioniert er? Durch zwei Düsen am Rand wird dieses Treibrad, wahrscheinlich so rum, wird dieses Treibrad angetrieben und dieses Regnerstrahlrohr dreht sich ganz behutsam. Ich muss da ein bisschen schummeln. Und zwar die Pumpe, mit der ich hier operiere, ist für den eigentlichen Düsenquerschnitt nicht groß genug. Ich musste hier ein kleines Reduzierstück einsetzen. Damit zeigt er nicht seine reale Leistung. Okay, also, was gibt's noch zu sagen? Geschmiert werden muss der Regner sehr intensiv, damit dieses Turbinenrad auch wirklich einfach dreht. Naja, und den Rest kann man sich dann in Bildern angucken. Ne? Also, viel Spaß mit der Regenturbine 2.